Hardcore! Und damit hallo und herzlich willkommen, ich bin Günther LP und das hier ist ein kleines Let's Play zu Minecraft im Hardcore-Modus, wo alles zählt. Denn wenn ich einmal sterbe, bin ich forever tot. So, deswegen werden hier ganz drastisch Schutzwälle gezogen. Mich auch ja nichts von hinten angreifen kann. Da bewegt sich irgendwas. Ich glaube, ich will gar nicht wissen, was das ist. Das Licht. Toll. Geht's da schon wieder raus aus der Höhle? Moment, warte, ich suche mal gerade den anderen Eingang. Nee, erst das Eisen, erst das Eisen. Das Eisen ist wichtiger. Okay. Erstmal eine Sekunde zum Entspannen hier. Glaub, ich baue wirklich erstmal ein Fels. Ach komm, was soll's, ich geh da jetzt lang. Ich seh nichts. Okay. Ah, hier geht's raus. Ah. Ich höre die ganze Zeit Zombies. Ich glaube, das macht mich nicht glücklich. Das war euch definitiv nicht glücklich. So, ich habe noch ganz wenig Dirt. Weil ich würde jetzt langsam gerne mal ein Feld bauen. Und dafür brauche ich Dirt, weil ich würde gerne in der Wüste wohnen. Und deswegen brauche ich jetzt hier ein bisschen Dirt ab. Okay. Also hier so mit den ganzen Monstern, die man hier die ganze Zeit hört. Das mache ich nicht gerade glücklich. Das macht mich definitiv nicht glücklich. Das macht mich sogar unglücklich. Ach Gott, ich sehe schon gleich, weil ich von hinten angegriffen, hier in die Ecke getrieben und verrecke. Elend. Na komm, 53 reicht auch. Oh, draußen gewittert es auch noch. Also bei mir zumindest gerade. Ich weiß nicht, ob das so ein gutes Zeichen ist. Also hat gerade richtig geblitzt, meine ich. Wurde nämlich hier geblitzt, weil ich hier mit 0 km/h herumfahre. So. Okay, ich glaube, ich baue mir hier irgendwo ein Loch hin. Dann war es das. Warte, ich brauche hier eine Wasserquelle. Wo war hier die Wasserquelle in der Wüste? Hey, Jumbo. Wo, hier war doch Wasser. Gott, jetzt fühle ich mich hier schon wie so ein komischer Wüstennomade auf der Suche nach Wasser. Hm. Irgendwo hier war es doch. Da! So, hier ist mal schön mein Feld anbauen. Ich habe keine Schaufel mehr. So. Ah, Eisen habe ich schon. Das ist richtig fucking awesome. So. Jetzt hier gerade noch den Sand wegbuddeln und dann geht's ab, die wilde Fahrt. Ich glaube, dann gehe ich richtig in die Mine hinein. Das tiefe Innere der Mine. So. Einfach mal den ganzen Dirt wegmachen. Zack, 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 zack. Gerade noch das aufsammeln. Ich will ja hier nicht was verschwenden. Haut das noch weg. So, noch eine Schicht geht. Einer geht noch, einer geht noch rein. Und jetzt kommt die Harke. Ach, ich habe nicht genug Holz. Also Sticks. Holz habe ich natürlich genug. Da habe ich ja noch fast einen Stack. Hier leben wir mit ein bisschen weniger. Wir sind hier praktisch ein bisschen ärmer als beim normalen Let's Play. Und was jetzt auch mal hier wichtig ist, Eisenschwert. Ganz, ganz wichtig. Ganz, ganz materiell. Nee, elementar meine ich natürlich. Materiell.
So, hier auch mal ein paar unwichtige Sachen einlagern. So. Ich habe leider keine Strings. Schade, weil ich würde mir auch gerne schon früh einen Bogen machen. Und am liebsten jetzt schon eine Diamantenrüstung, die mit Level 50 auf allen Sachen verzaubert ist. Aber naja, man kann halt nicht alles haben. So, ich überlege gleich, was ich alles mitnehme zur Höhlentour. Das kann auch noch gerade da rein. Ich könnte mir schon Pfeile bauen, ne? Dann würde ich mal kurz hier drauf achten. Genau, da sind die Samen. Ich habe leider relativ wenige. Aber ich habe ja auch erstmal noch ein bisschen Fleisch. Fleisch. So. Ich weiß nicht, ob so ein Feld überhaupt reicht für mich. Weil ich bin ja auch so fett und esse immer so viel, deswegen. True Story natürlich. Ah, komm schon. Da, da, da. Da, 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 da. Das kann gerade noch weg. Ach komm, das kann ich da auch lassen. Was soll's denn? So, da noch ein bisschen. Da noch ein bisschen und ja, hier noch ein bisschen hin, ne? Und will ja jetzt hier nicht geizen. Ich bin ja nicht da auf der Duck oder so. Zwischen bald muss ich mir hier noch mehr Dirt mitnehmen. Aber jetzt, wo ich jetzt mal genug Nahrung habe, kann ich erstmal das mitnehmen. Was muss ich denn noch mitnehmen? No, ich kann mir noch eine Eisenspitzhacke machen. Das ist gar nicht dumm. So. Erstmal noch eine Steinspitzhacke. Kann ja nie sicher genug gehen. Und dann eine eine Diamantspitzhacke. Ja, genau. Ich habe schon Diamantsachen. Natürlich. Da. Hey, so. Bisschen schwierig hier alles gerade zu managen. Bin ja kein Fußballmanager. Könnte ich ja auch mal Let's Playen. Habe ich aber leider nicht. Warte, Bett, Bett, Bett. Da ist Bett. Hier, wo buddel ich mir denn die Höhle hin, wo ich mal reingehe? Oder ich baue mir gerade eine. Mensch. Was soll denn der Geiz? Ich baue mir eine Wüstenhütte, genau. Sogar aus echtem Sand. Was? Aber wie machst du denn das Dach? Also ich habe eine riskante Möglichkeit oder eine nicht riskante Möglichkeit, das Dach zu bauen. Ich glaube, ich entscheide mich für die riskante. Einige werden es vielleicht schon erahnen, wie das genau gehen wird. So. Alles aus purem Sand gebaut. Jetzt brauche ich noch eine Tür. Da, dann. Dann, et voilà, Tür. Oder Evoli, Tür. Kennt doch bestimmt jeder das Pokémon. Tja, und hoffe ich. Ist ja Grundbildung, alle Pokémon zu kennen. So. Oh lol, ich habe da oben nicht ganz zugebaut. Oh lol, 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 lol. Nein! Nein, 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 nein. Dumme Idee. Ganz, 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 ganz dumme Idee. Zum Glück kriege ich ihr Leben zurück, ey. Dann baue ich das Dach vielleicht ein höher. Ich meinte eigentlich, ich habe hier über der Tür das hier kein Sandblock hingebaut. Das meinte ich eigentlich. Ich dachte, da könnte ein Zombie reinspringen. Aber das war ja noch viel schlimmer. Ich habe fast verreckt. Beinahe wäre es schon soweit gewesen. Beinahe. So. Wieso spawn ich auch auf dem Ding drauf? Das will ich doch gar nicht. Ja, ich weiß. Schönheitswettbewerb werde ich hiermit auch nicht gewinnen. Aber das will ich ja auch gar nicht. Oder doch? So. Da rein. Ein Eisen habe ich noch. Was ich damit anfangen will. Hoppala, ich muss mal gerade hier mich ein bisschen anders hinsetzen. Was ich damit anfangen will, weiß ich auch noch nicht so ganz. Aber ich weiß jetzt erstmal, was ich mit mir anfangen will. Und zwar die Jagd nach Eisen.
Nach den Isotopes. So. Ach, ich würde ganz, ganz gerne diese Schlucht von dem Anfang hier. Ne, erkennen. Wiederfinden. Toll. Ozelot! Mal hoch, halt von mir ab. Weil ich fahre jetzt schon ein bisschen Level, weil Level irgendwann wichtig sein werden. Und Ozelots bringen XP und dann muss ich leider Ozelots umbringen. Mich macht's ja selbst auch traurig. Aber der harten Natur kommt die Unmenschlichkeit aus einem heraus. So, hier noch ein paar Pilze mitnehmen. Sind ja hier frei. Wenn sie schon rumstehen. Moment. Ich glaube, ich weiß, wo das Schlucht ist. War die nicht im Schneegebiet anstatt im Dschungelgebiet? Ich habe jetzt die ganze Zeit irgendwie vermutet im Dschungelgebiet, aber die war doch im Schneegebiet. Mann, ich dachte gerade, hier wäre das jetzt gewesen. Irgendwo hier war das doch. Irgendwo hier. Da vielleicht? Ne, das ist Wasser. Du kannst Wasser ja nicht von der Schlucht unterscheiden, du bist ja voll der Noob, ey. Okay, vielleicht. Vielleicht muss ich mir doch eine andere Höhle suchen. Nur wo? Wo ist denn das Klo? Und wo ist denn das Klo? Na, ihr getarnten Schafe. So. Ich kann auch ein paar Samen mitbringen. Scheiße, habe ich schon wieder schnell Nahrung bekommen. Ich hoffe, die Nahrung reicht noch. Aber ich glaube, wenn ich zurückkomme, dann wird da auch nicht so viel gewachsen sein. Und ich glaube, ich schon dafür zu weit weg bin. Ich finde hier halt keine Höhle. Höhle. Ja, Leder. Bam. Ich kann mir Lederschuhe machen, sobald ich zu Hause bin. Jetzt habe ich die Kühe eingesperrt. Dann schlachte ich sie ja auch noch ab. Aber so passiert das ja auch in der echten Welt. Und nicht, wenn es auch gerade nur ums nackte Überleben geht. Sondern auch so. Deswegen sind ja auch so viele Leute Vegetarier. Und deswegen habe ich hier eine Höhle gefunden. Awesome. Aber erst noch Kühe schlachten. Ist noch sehr, sehr wichtig, weil die bringt Fleisch und Leder und Experience. Alles, was ich sehr gut gebrauchen kann. Vor allen Dingen am Anfang, abgesehen von der Experience, aber... Naja. Experience wird dann später wichtig. So, tut mir leid, ich musste gerade mein Headset verrutschen. Das klang jetzt bestimmt sehr laut und sehr scheiße. Hier ist nichts, oder? Hier ist auf jeden Fall ein Huhn in der Nähe. Hallo. Na, guck mal. Hallo. Pom. Das ist auch noch. Schön, euch alle zu treffen. So, und da ist noch eine Kuh oben drauf. Ach, das ist mir jetzt zu viel Arbeit. Und nachher verrecke ich wegen dieser einen Kuh. Ich merke es. Okay. Geht's irgendwie nicht wirklich rein. Set so T-Set. Tier. Okay. Ich muss am Anfang wirklich noch extremst vorsichtig sein. Weil ich eben halt noch keine Rüstung habe. Wisst ihr was? Ich gehe kurz an die Oberfläche und dann. Oh, ich sollte aufpassen. Jede Ecke könnte was lauern. Selbst im Tageslicht könnte was lauern. Ne, ich fäll mir mal gerade hier einen Baum und... Ja, was soll ich sagen? Mach mir da eine kleine Workbench raus. So. Zack. Das Vorplatzieren, auch mal gerade eine kleine Kiste. Für alle Sachen, die ich hier nicht brauche. So, das brauche ich ja alles gerade nicht in der Mine. Alter, 20 Fleisch, ey.
Das ist eine schöne Druckplatte, ey. Brustplatte, nicht Druckplatte. Genau. Ich habe alles dabei, was ich brauche. Los geht's! Oder auch nicht, denn der Part ist zu Ende. Ich hoffe, es hat euch gefallen und man sieht sich auch beim nächsten Mal, wenn es heißt Let's Play Minecraft Hardcore. Haut rein!